Vielen Dank, Dill. Oh Mann. Oh Mann. Hallo Leute. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Version 2.02, Revision 900. Wir sind ja am Tag. Am welchen, Tag? Welchen Tag ist das eigentlich? Am ultimativen der Haiyan-Tag. War da oben, Mensch. Geh nochmal hoch. Da steht übrigens was mit Erfahrung. Da steht jetzt auch Tag, Elektra, Zeit ist. Da ist ja jetzt ja. Tag, Elektra. Da bist du, steht Erfahrung, ja. Ja. Ja, Mann. Oh, ich brauche noch 6683 Erfahrungspoints. Fängst du bestimmt nicht bei den Mini-Gegnern. So. Oh, und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier direkt zu dem komischen Onkel-Gegner. Müssen wir nicht rechts raus? Ging's da nicht? Nein. Rechts raus? Wir müssen nach links und dann weiter nach links und dann irgendwann geht's nur noch weiter nach unten. Oh, guck mal, ich kann tanzen. Sagt wer? Ich kann tanzen. Guck doch mal. Ja. Habe ich euch schon begrüßt? Mit dabei ist ja Kill Bill. Nee, hast du noch nicht? Ja, hallo erstmal. Und ja. Dabei ist auch die Mary. Ja. Hallo. Ich wusste ja nicht, ob ihr es schon wusstet. Der Orkanschnörkel. Ja, bitte. Was? Nee, ja, mach einfach weiter. Ja, nee, das war's. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber. Was wusste ihr nicht? Chill, los. Das verrät uns jetzt nicht. Raus mit der Sprache. Mit der Sprache. Klatschrei, ey. Das gibt's ja nicht, ey. Wudu. Was denn du? Ich weiß nicht, ob ihr was wusstet, Mensch. Ja, jetzt bist du heiß drauf, ne? Mann. Ich merke, du kennst den Spruch nicht, oder? Kennst du nicht die Riggis Pop Sofa? Hallo, so. Lieben. Ach, nee, es war jemand anders. Pop Sofa. Oh, ich glaube, mein Arsch vibriert. Ja, genau. Oder ich wusste ja nicht, ob sie es schon wussten, aber. Das war aber der andere. Das war der andere. Der Rüdiger Hoffmann. Jo, genau, ja. Der. Hallo, liebe Liebende. Ja, ich weiß genau. Ja nicht, ob ihr es wusstet. ob sie es schon wussten. Aber. Aber was? Das Pomeröl macht voll warm. Ums Herz, so. Was ist mit Sonne? Hey, ich wollte noch mit Specialen. So, hey, auf nach unten ist mir jetzt umgerollt. So, wir sind falsch abgebogen. Wir müssen nochmal hoch. Oh, falsch. Du. Rückwärtsgang. Jetzt, ich glaube, hier sind wir fast richtig, ja. Relax, sogar da. Relax, scheiße. Verdammt. Kibbel, das nützt übrigens nichts, wenn du das Mikrofon zuhältst und dann trotzdem laut redest. Ich kann 12 voll stolz sein. Ja, doch, es nützt doch was, verdammt. Ja, ihn hört man noch. Ja, so, sehen wir. Du musst das Mikrofon in die Nase stecken. Das hilft, mach das mal. Nee. Ja. Alles so geplant und schon bin. Nee, genau, das wäre auch nicht eigentlich, wenn du dich dann noch nicht fragst. Ja, gut. Ja. Dann sagt es das irgendwas. Nee, ich glaube, das ist das Thema, was ich alle wieder aufmache. Ich muss irgendwas erzählen, damit man die anderen beiden nicht hört. So, lalala, 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 lalala. Ich hab grad gesagt, du sollst dir das Mikrofon in die Nase stecken. Guck mal. Was, warum? Nur so, weil es Spaß macht. Warum? Warum bin ich jetzt Kill Bill? Weil du uncool bist. Du versteinert wurdest für eine Sekunde. Ach so? Ich bin halt cool. Du bist ultimativ verstanden. Ich bin total hart. Ja, das glaube ich. Jetzt möchte ich bitte dazu nicht deinen Kommentar hören. Das glaube ich jetzt ungesehen. Ich bin voll. Ich nimm's einfach mal ab. Halt voll kräftig und so. Voll kräftig, ja. Kräftig im Gehirnschmalz. Ich bin gerade über mein Headset-Kabel gerollert, das ist ungut. Orngar. Hast du das jetzt gelesen in den Nachrichten, wo die. Ja, Michael Schumacher liegt im Koma. Nee, das meine ich nicht. Schon ein paar Wochen alt, die News. Ich meine eher die Friseuse. Ja, die russische Friseuse da. Kenn ich nicht. Die überfallen wurde von so einem Typen, den sie dann aber irgendwie, weil sie Karate kann, flachgelegt hat. Heil mich. Und dann, währenddessen sie die Polizei holen wollte, heil mich. Hat sie gesagt, hat sie zu ihren Arbeitskolleginnen gesagt, ja, ich hol die gleich. Die hatten erstmal im Keller eingesperrt. Und auf dem Stuhl gefesselt. Okay. Währenddessen der auf dem Stuhl gefesselt war, achso, hat sie ja dann den Kolleginnen gesagt, ja, ich komme, hol gleich Polizei. Ist sie dann aber nochmal runter, hat den Viagra gegeben, hat ihn vergewaltigt und dann hat sie erst die Polizei gerufen. Ja. Boah, krass.
das also ist natürlich gut gelaufen für den Neuer. Das ist natürlich, je nachdem. Der hat die Jacke genommen, der hat dann, wie gesagt, einen Harten gehabt und so weiter. Und dann ist das Problem, die hat es dann so wild gemacht, dass vorne das Bändchen eingerissen ist bei dem und alles. Und das hat dann natürlich alles wehgetan und so. Also richtig krass vergewaltigt wurde der so mit aber und so. Ja. Und dann durfte er erst, und dann hat sie erst die Polizei gerufen. Jetzt wissen sie nicht, wie sie wem was bestrafen eigentlich, weil der hat ja eigentlich den Raubüberfall dort gemacht. Und sie hatten aber vergewaltigt. Jetzt wissen sie nicht so richtig, wie sie was sie bestrafen sollen. Was gibt's denn da zu diskutieren? Alle beide eigentlich dran. Eigentlich müssten sie beide ins Knast, ja. Aber wir sind, das ist in Russland, ja, da weiß man das nie so genau. Das war in Russland jetzt, ja. Das ist normal. Da ist das, vielleicht sind die dann alle beide frei, weil... Ich hab die mal... Oh ja, wie ist solche scheiß Arsch. Nee, ich hab die ja, da gab's auch ein Foto von der, also die sah ja nicht mal schlecht aus, sag ich jetzt mal, ne, so Blondine so. Die sah jetzt nicht unbedingt fett oder hässlich aus, sag ich mal. Deswegen wundere ich mich sowieso, warum das so abgelaufen ist. Die hat's eigentlich nicht nötig gehabt, sagen wir's mal so. Anscheinend doch. Aber die stand halt drauf auf Mr. ich überfall jetzt mal oder so, keine Ahnung. Die stand vielleicht auf sowas Kriminelles. Oh Mann. Ja, und der hat natürlich dann kaum er raus, den hat dann schon alles wehgetan, hat er zur Polizei halt Anzeige wegen Vergewaltigung gemacht. Krass. Ja, also ich bin da rein und wollte die überfallen und dann hat die mich gefesselt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Nee, die kann ja Karate. Die hat ihn echt umgehauen und hat ihn dann gefesselt, ha. Auf den Stuhl gefesselt. Okay. Dann hat sie den, cool. Dann hat sie den Viagra gegeben und hat ihn vergewaltigt. Müssen wir wieder Schokolade einpacken. Wir haben die ganze Schokolade aufgegessen. Die hat halt immer... Ich bin halt auch nicht. Du sollst ja, mach ich doch. Ihr sagt ja nicht. Was soll ich denn? Du musst doch selber auch mal die Augen aufmachen. Nee, ich bin Kämpfer. Ich gucke immer mehr. Ja. Ich kämpfe. Ich bin voll der krasse Krieger, verstehst? Mhm. Krieger heilen nicht. Mhm. Ich bin ein Krieger. Ich bin stark. So. Guck mal, ein Feuerdrachenling. Das hört sich komisch an, Feuerdrachenling. Feuerdrachenling! Mit viel Schaf! Da fällt mir gerade die Folge bei den Simpsons ein, fand ich so toll. Wo Homer weil mal irgendwas mit Lisa macht oder Lisa mal irgendwo hinbringt, ich weiß gar nicht mehr wohin. Immer zum Chinamann nebenan geht und da Bier trinkt und sich besäuft. Kibbel, heilen! Heilen! Too late! Nein! Nein, ich bin tot. Kibbel, okay, bist du überhaupt noch da am Mikrofon? Okay, dann erzähl ich den Witz ohne dich. Ha, mir doch egal. Jedenfalls geht's dann so, da kommt er wieder. Was? Wieso kann ich das nicht benutzen? Weil wahrscheinlich die Gegner tot sind. Du musst Heilwasser machen. Ja, hab ich doch gedrückt, Mann. Ja, jetzt ist eh egal. Ja, jetzt muss ich trotzdem heilen, ist okay. Ja, Mary, wo bist denn du hin? Ich bin verschwunden. Ich bin tot, was willst du? Tja, jedenfalls hat er gesagt, Mr. Simpson, viel Trinky. Du bist zur Seite rausgeflogen, weil du tot warst, krasse Wurst. Achso, jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Ja, Kibbel, dann kannst du mal heilen gehen. Mach deinen Voodoo-Heilzauber. Kibbel. Oh, der reagiert schon wieder nicht. Ja, boah, das gibt so viel, das war voll Verschwendung. Kann mich nicht bewegen, oh mein Gott, ich bin rausgeflogen. Mary, komm wieder rein. Ach so, Kibbel hat sich ausgelockt aus dem Spiel sozusagen. Na dann. Der kämpft jetzt schon nicht CPU-mäßig. Ja, schön, dass er einfach weggeht. Naja, ist ja egal. Gar nicht, ich bin auch da. Ja. Ein Gelaber, ey. Wir haben dich die ganze Zeit voll viel erzählen hören, Junge, Alter. Und du hast dich auch so krass bewegt. Ja. Hammer. Ich frage mich immer wieder, wie du das machst. Mhm. Mit dem mentalen Magic Fingers. Dem Mental Magic Finger? Mhm. Das ist aber MMF. Mental Magic Mingers. MMF. MMM. Triple M. Das ist WMF. Was? WMF. Das ist WTF. Motherfucking fucking. Ne, oder das ist WTF, genau. What the fucking tucking. What the heck, ne? Nee, what the fuck. WTH! The fuck? Das ist ja ganz berühmt, der Spruch WTH. So, wo ist jetzt hier das Biest, bitte? Hä? Herr Grillbill. Herr Grillbill. Oh ja, scheiße. Hä? Wundertau, weg hier. Nein! Oh Gott. Ich geh jetzt fliegen. Warum?
Bist du verrückt oder ich weißt du, was ich meine? Jetzt gehen wir da noch mit los, ich glaub's nicht. Ja, aber ja, dann war das. Eigentlich wollte ich jetzt wegfliegen und erstmal auf die Karte linsen, wo welchen Stein wir jetzt als erstes nehmen sollen, weil er blinkt. Okay. Wir müssen keine nacheinander, wir können einfach nehmen. Ja, meinst du, da war ja nichts. Ich würde jetzt auch erstmal rausgehen. Ich habe keinen Bock mehr nochmal zu sterben. Ja. Ja, so schon merkwürdig, wie das, ja, ey, nett, alles ey, ey, nachher kommen wir nochmal her. Ich sag, jetzt flieg halt weg und guck halt, aber. Ey, ich sag dir, wie es ist. Ja, dann flieg halt nochmal. Dann machen wir das als letztes. Siehst du, ich hatte recht, Mann. Da unten war doch was. Oh, Mann, ey. Ich hab's doch gewusst. Ja, ich lande jetzt direkt auf den Punkt, ey. Wir können eigentlich auch laden. Wir haben gespeichert. Teil der Flammen, ja. Wir haben gespeichert, lad mal. Ja, na, wir können auch den Part jetzt hier einfach mal an dieser Stelle unterbrechen. Und erst mal, wir gucken erstmal rum, wo es hier noch so alles geht. Und dann unterbrechen wir den ja, Part. Und dann laden wir einfach wieder. Genau, so machen wir das. Ah, okay. Weil das war ja so geplant, haben wir ja vorher so abgesprochen, ne? Ja, genau, so war's, ja. Okay. Besiege die Gottesbestie und das ist unsere Mission. Mission accomplished. Nee, noch nicht accomplished. Cool. So, und ich hatte recht, so da unten drin war doch einer. Wir haben bloß uns zu doof aufgestellt. Bergschlucht? Aha. Hat falsch gelaufen. Dann ist hier oben in Grönland noch was. Cool. Und dann ist da drüben bei Yad. Ist das Yad? Nee. Hä? Wahrscheinlich. What the fuck? Egal, komm, wir machen jetzt hier Session Ende und checken die Lage. Genau, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder, wenn wir wieder heißen, wenn wir wieder heißen, wenn es wieder heißt, Let's Play Seagull auf meiner zweiten deutschen Übersetzung von den G-Trends. Woo! Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. 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 So, und jetzt ladet mal den Spaß. Mann.